Hey Leute, ich bin euch noch ein Video schuldig für meine PGMs für dieses Jahr. Und da uns jetzt so langsam aber sicher die Zeit davon läuft, noch 9 Stunden, habe ich gedacht, jetzt solltest du langsam mal anfangen und das machen. Ich mache das Ganze auch relativ kurz und schmerzlos. Ich kaufe mir erstmal den Pass. Ja, ich gönne mir heute nur den kleinen ohne die Coins. Aber das genügt auch voll und ganz. Kaufen wir das Ding einmal ganz kurz und da haben wir ihn auch schon. Den Pass bekommen wir wie gewohnt erstmal hier ganz normal in unser Inventory. Können ihn hier einmal usen, activate item und schon haben wir unsere super schicke Bronze Coin. Die Coin selber finde ich dieses Jahr sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber ich fand die anderen jetzt eigentlich auch nie hässlich, also von daher. Und klar ist die Diamond Coin irgendwie natürlich das oberste Ziel, aber irgendwie würde die mir hier alles kaputt machen, wenn ich mir die Diamond Coin bekommen würde, weil bei mir irgendwie immer es nur bis zur Goldcoin gereicht hat. Die Operation Hydra zählt nicht, die habe ich mir nämlich erst im Nachhinein gekauft, da ich erst viel später angefangen habe. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir gehen jetzt einmal zurück und packen unsere Picks hier rein. Ich mache das Ganze kurz und schmerzlos. Ich baller die Picks hier so rein, wie ich es mir einfach von anderen YouTubern abgeschaut habe, wie die der Meinung sind, dass wir so hier rocken können, weil das Safe-Feld haben wir ja nicht mehr, wie es in den letzten Jahren immer war, wo wir dann einfach die guten Teams auf ein safes Weiterkommen machen, weil sie müssen ja jetzt entweder 3-1 oder 3-2 gewinnen, also sollten sie ein 3-0 machen, kriegen wir hier voraussichtlich keine Punkte. Deswegen, ich selber habe sowieso absolut null Plan, wie die Pros gerade wo spielen und von daher habe ich mir das einfach alles von anderen YouTubern abgeguckt, beziehungsweise hauptsächlich von einem und zwar von Trill. Ich denke mal, Trill kennt jeder von euch, der auch das Video hier sieht. Warum es so gewählt wurde, wie es gewählt ist, könnt ihr einfach in seinem Video reinschauen. Ich werde es auf jeden Fall unten nochmal reinpacken. Aber ja, ich denke mal, Trill sollte jedem, der ein bisschen was mit deutschem CSGO-Content zu tun hat, ein Begriff sein. Also von daher, schaut einfach in sein Video rein. Er erklärt, wieso, weshalb, warum er so tippt, wie er tippt. Gehst du jetzt da rein? So, Furia kommt hier sicher noch weiter. Und Saw und auch die Pandas. Die Pandas haben übrigens voll das geile Logo irgendwie, finde ich. Allein schon dafür würde ich es ihnen gönnen, dass sie weiterkommen. Und ja, dann save ich meine Picks mal. Ihr solltet das auch tun, falls ihr es noch nicht gemacht habt, weil in 9 Stunden ist das rum. Wir wählen noch unser Graffiti aus. Ich nehme wie immer das Navi-Graffiti. Und in dem Sinne war es das auch schon. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Picks. Denkt natürlich immer dran, sind nur Predictions. Keiner weiß, wie die Teams performen. Go for it!